In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Screwdriver selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Infobox. Für einen Screwdriver brauchst du nur Wodka und Orangensaft. Das Ganze wird direkt im Glas zubereitet. Zu Beginn geben wir erst einmal ordentlich Eiswürfel in das Glas. Jetzt kommt dann der Wodka mit dazu. Und dann wird das Ganze mit Orangensaft einmal aufgefüllt. Einmal vorsichtig umrühren. Und zur Deko dann noch eine Orangenspalte an den Rand des Glases geben. Und schon ist der Screwdriver fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wenn du das Rezept schon mal gemacht hast. Und abonniere unbedingt auch diesen Kanal, damit du in Zukunft kein neues Cocktailrezept mehr verpasst.